Mit Vollgas in den Saisonendspurt, liebe Handballfreunde, der HC Erlangen ist zurück aus Hamburg von der Pokalreise und trifft am Donnerstag um 18.05 Uhr zu Hause in der Arena Nürnberger Versicherung auf die MT Melsungen. Bundesliga-Alltag kehrt damit auch zurück und dann geht es auch Schlag auf Schlag. Lemgo, der nächste Gegner, auswärts am Samstag und kommende Woche dann geht es in die stimmungsvolle Black Night, den spannendsten Handballabend vielleicht dann schon als kleinen Ausblick. Wir haben auch ein besonderes Ticketangebot, wer es noch nicht gesehen hat, für 30% Rabatt kriegt man Tickets für die beiden kommenden Heimspiele, das heißt gegen die MT Melsungen am Donnerstagabend und dann kommende Woche Samstag für die Black Night. Wer möchte also sehr gerne mit dabei sein, die Mannschaft anfeuern, Tickets wie immer an den Vorverkaufsstellen und bei uns auch online im Shop. Wir möchten jetzt erstmal reden über das Heimspiel gegen Melsungen. Dazu begrüße ich bei mir auf dem Podium ganz herzlich den Trainer und Sportdirektor Raul Alonso, Geschäftsführer René Selke und unseren Außenspieler Johannes Silly. Erste Frage vielleicht gleich mal an den Geschäftsführer, lieber René. 13.000 Zuschauer jetzt gehabt in der Halle in Hamburg, Millionen Publikum vor dem Fernseher. Was nimmt der Verein mit von diesem spannenden Pokalhalbfinale? Ja, also es war natürlich ein Riesenerlebnis, ein unglaubliches Event. Die Emotionen sind immer noch ganz, ganz frisch. Du hast es beschrieben, mehr geht nicht, sowohl von der medialen Reichweite als auch von der Stimmung in der Halle. Das war natürlich sensationell. Wir haben es unglaublich genossen, auch wenn natürlich direkt nach dem Spiel erstmal die Enttäuschung da war, weil wir uns natürlich auch viel vorgenommen haben. Aber die Enttäuschung ist relativ schnell auch dem Stolz gewichen über das, was wir da einfach auch erreicht haben. Und wie gesagt, da haben wir, glaube ich, auch eine Menge Rückenwind, eine Menge Schwung bekommen, weil das einfach so eine Energie war, die dort in der Halle herrschte. Und wie gesagt, auch nochmal herzlichen Dank an jeden, der mitgereist ist. Die Fans, über 1.000 waren ja mit dabei, haben wirklich eine unglaubliche Stimmung gemacht. Wir haben Lob von allen Seiten bekommen über unsere Performance dort, sowohl auf der Platte als auch neben der Platte. Also, wie gesagt, das war ein Riesending, aber wie gesagt, jetzt ist natürlich auch wieder Liga-Alltag angesagt und da müssen wir natürlich schnell wieder den Fokus auf die letzten verbleibenden Heimspiele richten. Lieber Raul, ist das schwierig, den Fokus nach so einem aufregenden Spiel in so einer tollen Atmosphäre wieder auf den Alltag zu richten? Naja, ich glaube, dass es erstmal hilft, sich inhaltlich mit dem nächsten Gegner auseinanderzusetzen. Das hilft ungemein, um die letzten Eindrücke so ein bisschen beiseite zu legen und sich auf die Anstehenden zu konzentrieren. Demnach hatten wir eine lange Fahrt aus Hamburg und die könnten wir gut nutzen, um sich auf Melsungen auch vorzubereiten. Gibt es etwas ganz konkret von diesen Wochen jetzt, vor diesen Wochen, aus was man aus Hamburg mitnehmen kann für die kommenden Spiele? Ja, ich glaube, dass die Eindrücke dieser Veranstaltung sowohl auf der sportlichen Ebene als auch auf der Ebene, die das Drumherum auch ausgemacht hat. Ich glaube, dass das einen ungemein hohen Stellenwert haben kann in einer Handballerkarriere. Es sind natürlich Eindrücke, die immer bleiben. Und das soll uns natürlich auch dieses Selbstbewusstsein auch mal geben, weil wir dürften am Turnier mit den besten Mannschaften dran teilnehmen und das ist einfach mal auch eine Qualität, die wir uns erarbeitet haben. Von daher glaube ich schon, dass jeder einfach mal positiven Gefühl in die Zukunft gehen kann. Lieber Johannes, positives Gefühl dann auch mitnehmen. Ist das schwierig jetzt mit dem Fokus auf Melsungen? Kann man sich da gleich voll drauf konzentrieren und all dieses Selbstbewusstsein gleich reinschmeißen gegen deinen Ex-Club? Ja, also wenn du mich, glaube ich, einen Tag danach gefragt hättest, hätte ich gesagt, es ist schwer. Jetzt mittlerweile ist es eigentlich nicht mehr schwer. Ich glaube, wir hatten genug Zeit, um das darüber hinwegzukommen, dass wir vielleicht jetzt nicht das tollste Spiel absolviert haben, aber René hat ja angesprochen, was wir eigentlich für einen Riesenerfolg erzielt haben und der überwiegte dann und ich meine, gestern war dann das Training, ich glaube, wir brauchen alle nur einen kleinen Blick auf die Tabelle zu werfen, um zu sehen, dass da keine Zeit ist, in irgendwelcher Vergangenheit zu schweben, sondern wir haben jetzt die Spiele vor der Brust, zwei schwierige Spiele, am Donnerstag eben das erste zu Hause und da ist einfach keine Zeit, da müssen wir da sein und da gibt es auch keine Ausreden. René, noch 8 Spiele sind es bis zum Saisonschluss, jetzt in Melsungen morgen Abend. Wie wichtig ist das Spiel für den Verein? Na gut, also ich würde mal sagen, jedes Spiel ist natürlich wichtig, aber Johannes hat es schon angesprochen, in der aktuellen Konstellation und was für weitere Gegner da natürlich in den nächsten Wochen auf uns warten, das Spiel ist enorm wichtig. Also wir wollen es unbedingt gewinnen, ganz klar. Damit können wir einen Riesensprung natürlich auch wieder machen und wie schon angesprochen, wir wollen jetzt einfach die Euphorie, die wir jetzt am Wochenende erlebt haben, einfach mitnehmen. Es soll uns nicht belasten, sondern es soll uns wirklich Schwung geben und wie
Johannes ja auch schon gesagt hat, das werden wir jetzt auch für dieses wichtige Spiel brauchen. Also wir brauchen da auch wieder die volle Unterstützung von außen. Deswegen unterstützt die Mannschaft genauso wie in Hamburg. Das wird morgen umso wichtiger sein, weil jetzt ist wieder Liga-Alltag und die 2 Punkte wollen wir natürlich hier in Nürnberg behalten. Für jeden Spieler ist es immer was Besonderes, wenn es gegen Ex-Club geht. Johannes, du bist jetzt schon die 5. Saison in Erlangen. Zuvor warst du in Melsungen auch sehr erfolgreich. Ist das noch was Besonderes, gegen die MT zu spielen? Ich glaube, es ist immer ein Stück weit was Besonderes, gegen den Ex-Verein zu spielen. Aber ich bin jetzt in der 5. Saison hier. In Melsungen war 4 Jahre. Also ich bin mehr Franke als Hesse. Von daher, ist natürlich ein Spiel gegen Ex-Verein, aber ist jetzt auch nicht mehr nach einem halben Jahr, sondern wie gesagt jetzt nach 4,5, fast 5 Jahren und dann ist das auch ein Bundesligaspiel. Das Hinspiel ging knapp verloren für den HC Erlangen auswärts, lieber Raul. Was muss man diesmal besser machen? Ich tue mir immer schwer, Spiele miteinander zu vergleichen. Letztendlich geht es darum, dass wir die Basis haben für den Sieg und das ist einfach eine gute Abwehrleistung. Wir brauchen da einen Zug, Torschützen, der Melsungen, torgefährlichen Spieler aus dem Rückraum gut in den Griff bekommen. Sie sind sehr wurfgewaltig, müssen da einfach mal anwesend sein, den Fokus über die gesamte Spielzeit legen und natürlich auch daraus auch mit ein bisschen Tempospiel vielleicht die Tore sorgen. Im Angriffsspiel müssen wir einfach uns Torchancen erarbeiten, müssen aber auch gut bei den Abschlüssen auch sein. Wir haben gute Torhüter. Sehr aufmerksam bleiben und letztendlich natürlich auch Heimspielatmosphäre kreieren, auch auf der Platte. Also mit der notwendigen Einstellung, die natürlich für uns elementar wichtig ist. Die Einstellung kommt natürlich auch mit Power von den Rängen, dass diese Einstellung wachsen kann, dass die Mannschaft das Selbstbewusstsein hat. Wir hatten ja im Vorfeld aufgerufen, auch dazu, dass man uns wieder über Social Media Fragen stellen kann. Einen möchte ich da gerne weiterreichen, weil die genau da ein bisschen drauf zielt. Manche hatten den Eindruck, die Mannschaft hätte dann beim Halbfinale der Mut ein bisschen verloren, dann nach einer halben Stunde vielleicht oder nach 45 Minuten. Was ist da notwendig? Wie siehst du das mit dem Mut? Also wir haben gegen Magdeburg in den ersten 20 Minuten auf Augenhöhe agiert, gar keine Frage. Dann wussten wir, dass Magdeburg das Ganze über 60 Minuten ausübt, also das heißt diese 1-gegen-1-Aktionen. Und dann sind sie in der ersten Halbzeit vielleicht in Dortmund gekommen. Wir wussten, dass im Rückstand zu geraten kein Thema ist. Und in der zweiten Halbzeit kreieren wir klare Torchancen, die wir nicht verwerten können. Und dann ist es natürlich in der Schlussphase, sieht danach vielleicht so aus, aber ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs, die bis zum Schluss gekämpft haben. Zum ersten Mal beim so einem Turnier Endspiel oder Halbfinale dabei zu sein, mit dieser Kulisse ist natürlich auch beeindruckend und ich glaube, dass das einfach mal als eine gute Lektion für uns sein kann, dass wir einfach mal 16 Minuten brauchen mit dieser Intensität, die wir am Anfang hatten. Absolut. Schauen wir, dass möglichst am Donnerstag diese Intensität auch wiederhergestellt ist, vor allen Dingen durch die Unterstützung von den Rängen. Ich denke, das ist auch für die Mannschaft wieder ganz, ganz wichtig. Anwurf ist um 19.05 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis morgen Abend in der